Hallo zusammen und damit heiße ich euch heute mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. In dieser Folge erwartet euch heute mal ein spezieller Fund, ein Zufallsfund könnte man meinen, denn wir waren mehr oder weniger auf der Durchfahrt und wollten uns eigentlich ein verlassenes Bahnbetriebswerk anschauen, doch dann kreuzte unser Weg dieses Objekt hier. Es war recht interessant und noch viel interessanter war, dass es einfach so offen stand. Aber um was es sich hier genau handelt und alle weiteren Informationen, da bleibt ihr am besten weiterhin eingeschaltet. Und wenn ihr Lust habt auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, dann bleibt ihr sowieso am besten am Ball und abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch einen verlassenen Dispatcher-Bunker. Immer wenn wir solche Treppen gesehen haben, die nach Untertage führten, dann war meist unten bloß ein einziger Raum zu finden oder die Türen waren eben verschlossen und man kam gar nicht rein. In diesem Fall hatten wir eben totales Glück und konnten uns die Anlage unerwarteterweise dann doch komplett anschauen und wir haben so einiges da drin gefunden. Aber zum einen erstmal die Theorie, für was dieses Gebäude hier gewesen sein muss. Der letzte Kenntnisstand ist, zumindest wenn man von der Nutzung ausgeht, die auch so übrig geblieben ist in den Räumen, dass man die Anlage zum Kommissionieren von Güterzügen genutzt hat. Also Dispatch, Leiten und so weiter, was man heute alles in Stellwerken und digital macht, hat man wahrscheinlich auch damals nicht von dort aus getan. Aber ich denke, dass man hier die Anlage wahrscheinlich einfach auch nur zum Schlafen genutzt hat. Vielleicht wurde hier aber auch diverses militärisches Gut verschickt. Aber das können wir, wie gesagt, an dieser Stelle leider nicht mehr so genau sagen. Auch gibt es keinerlei Aufzeichnungen, die dieses Objekt hier irgendwie in der Öffentlichkeit oder im Netz erwähnen. Das ist also ein bisschen merkwürdig. Solltet ihr Informationen haben zu dieser Anlage, dann natürlich immer gerne rein in die Kommentare oder schreibt uns am besten auf Facebook. Nebenan befindet sich übrigens ein Bahnbetriebswerk und deswegen auch diese Dispatch-Geschichte. Man hat also vermutlich von dort aus die Züge kommissioniert bzw. verplant und hat dann das Ganze wahrscheinlich hochgegeben. Aber inwieweit das nun genau abgelaufen ist, keine Ahnung, da haben wir echt nichts herausfinden können. Und generell taucht diese Anlage in keinerlei Aufzeichnung, ja wie bereits erwähnt, auf. Das Bahnbetriebswerk selbst wird noch in einem weiteren Video dann separat erscheinen und wem es vielleicht aufgefallen ist und wer aufmerksam unsere Videos verfolgt, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass unsere Folge 56 gar nicht existent ist und deswegen holen wir das an dieser Stelle einfach nach und wir befinden uns hier in Folge 56. Nicht, dass euch das in irgendeiner Weise irritiert. Im Inneren gab es so einiges aus dieser typischen Zeit des Kalten Krieges zu sehen. Wir haben zum einen ein Dieselaggregat, was dafür gesorgt hat, dass man hier fließend Warmwasser hat und vor allem auch Strom, ganz wichtig an dieser Sache, um auch mit den anderen Leuten kommunizieren zu können. Zum anderen haben wir auch das lebenswichtige Luftfiltersystem, eine Luftschutzfilteranlage, die Luft von außen ansaugte und dann gegen chemische und vermutlich auch radioaktive Kampfstoffe dann gefiltert hat. Und wir haben vermutlich auch einen Brunnen, denn man konnte hier frisches Trinkwasser direkt beziehen und dann gab es vermutlich auch noch einen Filter dazu. Ja, ansonsten lag so einiges umher. Wir hatten bezugsfertige Kojen, man hat also wahrscheinlich mit 6 Mann hier die Anlage komplett betreiben können. Mit 6 Mann da drinne, na, die Anlage ist doch größer, als sie tatsächlich von außen aussieht. Es gab so einige Räume, ich würde mal so vermuten, mindestens 10, 15 Räume. Der eine größer, der andere kleiner, aber es ist trotzdem eine recht große Anlage, auch wenn sie nicht so aussieht. Das soll es dann an dieser Stelle von mir gewesen sein. Zu dem Bahnbetriebswerk, was sich hier in der Nähe befand, wird es ein separates Video noch geben. Das werde ich dann an dieser Stelle, wenn das dann online ist, auch hier verlinken. Ansonsten gibt es für euch jetzt wieder noch einige viele Bilder, die wir hier schießen konnten. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören und sehen uns am besten nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt, verlassene Orte hier aus dem Osten Deutschlands. Bis dahin habt ihr auf meinem Kanal noch einiges vor, wenn ihr da die eine oder andere Folge verpasst haben solltet. Schaut doch da mal rein und wenn ihr Bock habt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Ich wünsche euch nun alles Gute, bleibt gesund und bis nächste Woche Mittwoch. Macht's gut, bis dann und ciao.